Dieser Propaganda-Apparat besteht jetzt nicht nur aus quadratschädligen Männern fortgeschrittenen Alters, sondern es ist eben auch eine Frau, sehr, sehr sichtbar. Margarita Simonyan ist seit 2005 Chefredakteurin von Russia Today, dem russischen Auslandssender. Ihr Aufstieg beginnt mit der Berichterstattung über den Tschetschenienkrieg. Seitdem ist sie aus Russlands Medienlandschaft und von der Seite ihres Präsidenten nicht wegzudenken. Margarita Simonyan hat eine andere Masche mit den Zuschauern. Sie inszeniert sich als ruhige, bewertende Person und sitzt immer ganz ruhig und mit verschränkten Armen in den Talkshows. Sie spielt die Rolle, schreit ihr nur alle. Ich bewerte das ganz ruhig. Das kommt gut an beim starken Mann von Moskau. Während woanders die freie Presse Abstand zu den Mächtigen hält, zählt hier die Nähe. Je enger, desto besser. Margarita Simonyan ist ja eine, die auf so eine sonderbare Art menschlich wirkt, obwohl sie eigentlich menschlich abgründige, furchtbare Dinge sagt. Wir werden diese Menschenfresser umnieten, solange sie es von uns verlangen. Ich diene Russland. Danke. Simonyan wird im Ausland mittlerweile als Goebbels im Rock verspottet und steht seit 2022 auf den Sanktionslisten. Schließlich findet der Krieg gegen den sogenannten kollektiven Westen nicht nur auf dem Schlachtfeld in der Ukraine statt, sondern auch auf den Fernseh- und Telegram-Kanälen aus Moskau.